Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspielende, willkommen bei meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich diesen Mantel hier, den ich bei Vinted geshoppt habe, für meine Bardin herrichte. Der Mantel ist quasi in Kunstlederoptik und mit Teddyfell gefüttert, also auch mit Kunstfell, was ich sehr, sehr praktisch fand, gerade für die kalten Jahreszeiten, in denen man labt. Als erstes beginne ich damit, die ganzen kleinen Etiketten und Zettelchen und auch den Reißverschluss hinauszutrennen und das bei guter Musik. Ja, ihr seht jetzt hier, dass es auch ein bisschen rabiater zuging, aber das hat dem Stoff zum Glück nichts getan. Ich habe alle wichtigen Nähte quasi aufgetrennt, um es dann einfach ja, rausreißen zu können. Schaut einfach, wie stabil euer Stoff ist, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt. Als nächstes habe ich dann verschiedene Perlen rausgesucht und so Anhänger und habe daraus eine Kette gemacht, die ich dann an einen der Ärmel genäht habe, wie ihr jetzt hier in dieser Sequenz sehen könnt. Und dann habe ich auch noch von einer Freundin so Nieten bekommen, die kann man quasi durch den Stoff pieksen und dann innen umbiegen. Da seht ihr quasi, wie das dann aussieht, wenn das dann am Ärmel dran ist. Und zu guter Letzt, auf jeden Fall für diesen Schritt heute, habe ich dann noch verschiedene Knöpfe rausgesucht. Ihr seht, auf der anderen Seite sind jetzt noch keine Knopflöcher, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Ich habe jetzt erstmal die Knöpfe angenäht und ich mochte das auch ganz gerne. So ein bisschen fahrenes Volkmäßig war meine Inspiration. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann bleibt dran, beim nächsten Mal zeige ich euch auf jeden Fall noch, wie es weitergeht mit diesem Mantel.